Jo, hallo zu einem neuen Video. Wie man sehen kann, ich bin nicht draußen beim Radlfahren, ich bin in meinem Büro, Schrägstrich Studio. Studio ist wohl sehr übertrieben, aber ja, was ist los? Das ist ein etwas anderes Video diesmal, und zwar, weiß ich nicht, ich habe irgendwie gemerkt, ich bin die letzten Wochen eigentlich gar nicht, oder vor allem die Wochen, aber auch die letzten Wochen, einfach nicht so motiviert zum Biken, wie ich es gern wäre. Und ich habe immer wieder mal, auch nicht zum Filmen, war ich auch nicht so motiviert, ich habe immer angefangen, irgendwas zum Filmen, dann habe ich herumgejammert oder dann habe ich wieder irgendwas, die Speicherkarten vergessen oder den Akku vergessen aufladen. Es war also alles zusammen irgendwie ein bisschen uncool. Und genau, ich habe auch nicht wirklich gewusst, was soll ich für ein Video machen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ich mache einfach ein Video daraus, wie ich Motivation zum Biken finde, beziehungsweise Tipps, wie vielleicht da ihr Motivation finden könntet, wenn ihr mal keine Motivation habt. Wenn ihr immer voll motiviert seid auf Radlfahren und sowieso das Problem nie habt, dann gleich das Video ausschalten, dann ist komplett uninteressant. Aber ich fahre halt wirklich Rad seit 1994, 1995 und auch damals schon mit kleinen Jumps und so. Und so richtig angefangen hat es bei mir 2001 eben. So, wo ich dann auch gewusst habe, was wirklich Dirt Jump, Downhill und so ist. Und das auch irgendwie selbst gemacht habe. Das war eben 2001 und es ist echt fucking über 20 Jahre her. Und ja, da hat man manchmal einfach auch ein bisschen Motivationstiefs, wenn man meint, es geht nichts weiter oder wenn einmal das Wetter lang schlecht ist. Ja, und darum gibt es heute 10 Tipps, wie man Motivation zum Biken finden kann und wie Biken meiner Meinung nach, also Radfahren insgesamt, einfach mehr Spaß macht. Das also, geht's los, wir kommen zum ersten Punkt. Und der erste Punkt heißt, ist für mich einfach, wenn man nicht motiviert ist, oder wenn du nicht motiviert bist, such dir einfach motivierte Leute, umgib dich mit motivierten Leuten, mit motivierten Bikern einfach, das macht so viel mehr aus. Wenn man immer allein unterwegs ist, man verzweifelt irgendwann, glaube ich, also ich fahre öfter mal allein, weil ich es halt gern mache zwischendurch, aber prinzipiell ist es einfach motivierend, zu zweit, zu dritt, zu viert in größeren Gruppen zu fahren. Und daher ist der erste Punkt, um wieder Motivation zu kriegen, such dir Leute, die auch gern Radl fahren und macht es zusammen. Das macht einfach viel mehr Spaß. Und da ist man auch wieder richtig motiviert. Und ja, wenn du komplett allein bist oder wenn ihr komplett allein seid und niemanden kennst, es gibt Foren, wo man sich verabreden kann, zum Mountainbiken. ja. Und schon schreibt einfach irgendwelchen Leuten auf Instagram zum Beispiel und sagt, hey, gehen wir zusammen Radl fahren, ich bin motiviert, ich habe niemanden. Ich glaube, das ist ziemlich cool. Und da sind auch schon, zumindest in meinem Fall, sehr viele, sehr schöne Freundschaften entstanden durchs Mountainbiken. Und übrigens, ich bin auf keinster Weise irgendwie da Motivationscoach oder was, oder bin da wahrscheinlich auch nicht besonders gut drin zu motivieren, weil ich eben selber öfter mal demotiviert bin. Aber ich möchte es trotzdem einfach weitergeben und vielleicht kann ich irgendwer was Positives für sich hinausziehen. Und damit kommen wir auch schon zum zweiten Punkt, im Endeffekt geht es darum, wie ich mich zum Radlfahren motivieren kann und vielleicht passt es auch für den anderen. Ein weiterer Punkt eben, um motiviert zu bleiben oder motiviert zu werden zum Radlfahren, ist bei mir auf jeden Fall, wenn ich die Disziplinen wechsle. Was heißt das? Ich fahre so gut wie jede Art von Radl und das ist ein bisschen meine Special-Fähigkeit. Ich kann alles ein bisschen, aber nichts richtig gut. Aber wenn ich eben zum Beispiel keinen Bock mehr habe, auf die Erhardt-Höhe zu fahren, auf den Blabusch zu fahren, auf die Platte zu fahren mit dem
Tourenradl, dann gehe ich einfach mal Dirtjumpen und bin wieder richtig motiviert auf das. Und wenn mich das nervt, dann gehe ich mal BMX fahren. Wenn mich das nervt, dann gehe ich mal Gravel meinetwegen. Also ich habe kein Gravelbike, aber ja. Ihr wisst, was gemeint ist. Also Punkt 2 auf jeden Fall, die Abwechslung. Das macht extrem viel aus. Eintönigkeit macht das Radlfahren einfach langweilig. Womit wir zum dritten Punkt kommen. Und zwar, sich kleinere Ziele stecken beim Radfahren. Also, was will ich damit sagen? Es ist natürlich cool, wenn man sagt, ich mag irgendwann einen Double Backflip machen oder ich will irgendwann einen 15 Meter Jump springen. Und es ist auch cool, wenn man das erreicht. Aber es ist manchmal auch nicht so dumm, wenn man sich einfach kleine Ziele setzt, wie zum Beispiel, ich war die Wochen mal Radl fahren, können wir uns eh kurz anschauen. Und da habe ich mir auch gedacht, so, ja, das ist ein kleiner Sprung, 2-3 Bike-Längen, aber ich bin mit dem Hardtail unterwegs, ich bin noch nie mit dem Hardtail gekupft, das ist so ein Tagesziel von mir, diesen Sprung zu springen. Dann macht man das und das ist einfach motivierend, wenn man sich so kleine Ziele steckt und die auch relativ schnell erreichen kann. Heißt natürlich nicht, dass man sich keine größeren Ziele setzen kann. Punkt Nummer 4 sind wir schon und der heißt bei mir Downgrading. Was will ich damit sagen? Man kann einfach Trails, die man schon kennt, die man teilweise schon langweilig findet, kann man einfach zum Beispiel mit einem Oldschool Mountainbike fahren oder mit einem Hardtail und dadurch lernst du die Trails wieder ganz neu kennen. Es ist wieder ein ganz neues Fahren und das habe ich jetzt auch wieder mit meinem Enduro Hardtail gemerkt. Jeder Spot, wo du hinkommst, auch den du super gut kennst, ist wie wenn du zum ersten Mal dort bist und darum ist es natürlich auch wieder sehr motivierend, meiner Meinung nach. Genau, da kommen wir zum nächsten Punkt. Punkt 5 ist das mittlerweile und der Punkt ist, ja, wie soll ich sagen, dieser Punkt in einem einfach gesunden Lebensstil, weil, ich weiß nicht, wenn ich mich nur schlecht ernähre, wenn ich wenig schlafe, wenn ich extrem viel Bier trinke, dann habe ich einfach nicht so einen Spaß beim Radfahren und dann tue ich mir einfach auch schwerer, mich für irgendwas zu motivieren. Und ja, ich weiß, ich brauche da gar nicht irgendwie belehrend wirken, ich trinke oft genug zu viel Bier und verhaue mir auch den nächsten Tag, also nicht so oft, aber es kommt auch davor. Aber eben, schaut ein bisschen auf die Gesundheit und ich glaube, dann tut man sich ja leichter, sich zu motivieren. Womit wir auch schon jetzt zum nächsten Punkt kommen, das ist Punkt 6. Und den nenne ich einfach Throwback, beziehungsweise alte Videos anschauen. Was meine ich damit? Ich bin aufgewachsen, also wie gesagt, angefangen mit ernstzunehmenden Radfahren habe ich 2001 und ich bin einfach aufgewachsen mit New World Disorder Filmen, mit Cranked Filmen und für mich ist es einfach extrem motivierend, mir diese Filme anzuschauen, durch die ich zum Radfahren gekommen bin, zum Freeriden und das motiviert mich einfach extrem, also es gibt da Szenen, da kann ich gar nicht Radfahren wollen, wenn ich mir das anschaue. Und noch dazu, ich mache ja Videos auch schon seit noch bevor ich YouTube-Videos gemacht habe, habe ich schon lange Videos gemacht und halt auf Pinkbike oder wo raufgeladen. Und mir hilft es auch wirklich sehr, diese alten Videos anzuschauen und zu sehen, hey, schau, wie viele schöne Tage ich durch Mountainbiken schon gehabt habe, schau, was für geile, ja, 25 Jahre das waren. Und dann bin ich auch automatisch wieder motivierter. Also das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Der nächste Punkt, den ich gerne ansprechen würde, ist motivierende Musik. Und ja, also es ist eigentlich eh ganz klar, was ich damit meine. Wenn man einfach Musik hört, die einem richtig taugt, die einen motiviert zum Radfahren, dann kann man manchmal gar nicht anders wie Vollgas geben. Also bei mir sind es meistens, das ist ein bisschen... Ja, bei mir sind es wirklich so Lieder, die aus den alten Radl-Videos eben teilweise so rockigere Lieder, sage ich mal, oder Emo oder was das damals war, Punk, keine Ahnung. Aber wenn ich das Lied höre und dann sehe ich die Szene vom Video vor mir und dann gibt es schon wieder kein Halten mehr. Also.
motivierende Musik ist auf jeden Fall ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Wobei wir dann schon zum nächsten Punkt kommen, das ist Punkt Nummer 7, einfach mal Pause machen. Also ich weiß nicht, wie wichtig das vielleicht ist, das sowieso nur am Wochenende fahren. Aber ich fahre so 4-5 Mal die Woche Rad eigentlich, wenn es gut läuft. Und dann ist man manchmal einfach fertig, wenn man am einen Tag 1000 Höhenmeter fährt, am nächsten Tag dort und geht dann wieder 1000 Höhenmeter oder 500 Höhenmeter meinetwegen, egal. Und irgendwann ist einfach einmal nicht schlecht, Pause zu machen oder sowieso andere Sportart auszuprobieren oder, weiß nicht, ins Museum gehen, keine Ahnung. Also einfach einmal eine Pause sich gönnen, um dann wieder voll motiviert anzugreifen, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und dann habe ich noch einen Punkt auf meiner Liste und der ist etwas kontrovers, würde ich sagen, weil der Punkt, Punkt Nummer 9, heißt einfach weniger Social Media konsumieren. Und ich weiß, ich rede da vor einer Kamera und stelle es ins Internet auf Social Media, also ja. Komisch, aber es kann natürlich auch extrem motivierend sein. Also so wie jetzt der Prage zum Beispiel den Chartrop gekauft ist. Also andere Geschichte, aber ihr kennt das wahrscheinlich. Das ist extrem motivierend. Oder wenn ich sehe, dass Leute voll geile Sachen am Radl fahren machen, ist es auch extrem motivierend. Aber andererseits passiert es mir halt auch ganz ehrlich öfter mal, dass ich dann viel zu lang auf Instagram herumhänge und mir Sachen anschauen und dann mir denke, oh, die sind da und die fahren das, scheiße, ich sitze in Graz fest, ich kann nichts machen, ich muss arbeiten, was auch immer, wo ich mir denke, ja, besser, ich schaue es mir nicht an und konzentriere mich auf meine Sachen, aber wie gesagt, andererseits ist es auch voll cool und motivierend, also es ist ein bisschen ein zweischneidiges Pferd, wie wir immer schon so sagen. Damit kommen wir zum letzten Punkt, wenn du immer noch nicht motiviert bist oder ihr immer noch nicht motiviert seid, gibt es nur mehr eine Möglichkeit, frische Ausrüstung kaufen. Und das meine ich jetzt gar nicht mit, oh, du brauchst ein Radl um 10.000 Euro oder du brauchst ein Radl um 50, irgendeine Hosen um 500 Euro. Es sind oft die Kleinigkeiten. Ein neuer Lenker kann einen voll motivieren, kostet 40, 50 Euro. Neue Griff, neue Pedale, einfach ein neues Jersey meinetwegen, neue Radlschuhe. Es sind die Kleinigkeiten, die ich auch motivierend finde. Und ja, das waren meine 10 Punkte, wie man motivierter wieder wird zum Radfahren. Und ganz ehrlich, wenn ich so erzähle, werde ich schon motivierter irgendwie. Und ich muss sagen, Radfahren ist immer noch das absolut Geilste für mich. Es macht extrem viel Spaß und ich mache richtig gern Videos. Aber ich werde vielleicht nicht mehr so oft einfach die GoPro umschnallen und irgendeinen Trail runterfahren, den man schon 10.000 Mal gesehen hat auf YouTube oder den wir uns schon full oft angeschaut haben. Ja, also gebt's Bescheid, falls ihr mehr Bock auf solche Videos habt, wo ich auch ein bisschen rede. Ich weiß, manche Leute hassen das, so wie zum Beispiel der Lorenz, sorry, falls du es dir angehört hast, tut mir echt leid. Schaust du nicht an, wenn es dir nicht taugt. Aber ihr seid sowieso immer motiviert. Aber das ist was ganz was anderes. Und ja, ich sage wie immer danke fürs Anschauen, danke für den Support immer und ja, würde mich freuen, wenn ihr den Channel abonnieren würdet und ja, falls mehr solche Videos kommen sollen in Zukunft, wo ein bisschen geredet wird oder themenbezogenere Videos, gebt Bescheid. Ich gehe das jetzt zusammenschneiden, hoffentlich ist es am Sonntag online und wünsche einen schönen Abend.